Standards weisen den Weg zur Nachhaltigkeit. Sie funktionieren wie Filter, die nicht nachhaltige Praktiken aussondern. Aber wie wird die Einhaltung eines Standards bewertet? Und woher weiß man, dass die Bewertung verlässlich ist? Eine Zertifizierung stellt sicher, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung die sozialen und ökologischen Kriterien eines Standards erfüllt. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Inspektion. Auditoren beobachten Arbeitsabläufe, sprechen mit Arbeitern, sichten Dokumente und beurteilen damit, ob die Vorgaben eingehalten werden. Eine Zertifizierung ist glaubwürdig, wenn sie zugänglich und transparent ist, wenn sie sorgfältig und unabhängig durchgeführt wird und wenn ihre Ergebnisse nachvollziehbar sind. Außerdem bedarf es strenger und einheitlicher Regeln und fachkundiger Auditoren, um sie durchzuführen. Auditoren spielen eine entscheidende Rolle, um stimmige Ergebnisse zu erhalten. Glaubwürdige Zertifizierungsprogramme sorgen dafür, dass Auditoren die notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Persönlichkeitsmerkmale für diese Aufgabe mitbringen. Sie müssen gut ausgebildet sein, den Standard verstehen und bei einer Zertifizierungsstelle mit bewährtem Managementverfahren angestellt sein. Zudem müssen Zertifizierungsentscheidungen neutral sein. Das bedeutet, dass der Zertifizierer eindeutig unabhängig ist oder seine Vorgehensweise und Entscheidungsfindung transparent macht. Die Zertifizierung muss außerdem präzise sein. Die Überprüfung von Arbeitsprozessen vor Ort ist wesentlich gründlicher als eine reine Sichtung von Dokumenten. Ein gutes Stichprobenverfahren erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Auditor nicht nachhaltige Praktiken aufspürt. Um vergleichbare und aussagekräftige Ergebnisse sicherzustellen, wird die Arbeit eines Zertifizierers von einer unabhängigen Akkreditierungsstelle beaufsichtigt. Zu guter Letzt muss die Zertifizierung für Produzenten und Unternehmen zugänglich sein. Glaubwürdige Standards bieten alternative Ansätze wie Gruppenzertifizierungen an, um die Kosten für kleinere Unternehmen zu reduzieren. Achten Sie also auf Zertifizierungsprogramme, die wichtigen Glaubwürdigkeitskriterien entsprechen. Das bedeutet Genauigkeit durch kompetente Auditoren und einheitliche Ergebnisse, Objektivität und Transparenz durch klare Kommunikation, Rechenschaftspflicht durch Einbeziehung von Stakeholdern und Zugänglichkeit für alle Arten von Unternehmen.